Grüß dich und herzlich willkommen zurück. Ich bin die Vanessa Blank von Bushcraft und Abenteuer. Viele von euch haben schon gefragt, wann gibt es denn endlich wieder einen Lost Place? Heute ist es soweit. Ich bin extra in Begleitung, denn es geht heute tief in den Untergrund hinein. Wir suchen hier in diesem riesengroßen Buchenwald einen versteckten Bunker aus der Kriegszeit. Ich bin gespannt, ob wir dort noch Relikte aus der damaligen Zeit finden. Los geht's! Bevor es losgeht, tausche ich Kappi gegen Helm und dann mal meine Lampen herrichten. Okay, lass uns losgehen. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich weiß, dieser Bunker soll relativ weitläufig sein, aber was es hier alles zu sehen gibt, schauen wir jetzt. Wir sind uns nicht sicher, ob wir hier am Ende angekommen sind oder ob der Bunker hier eingestürzt ist, denn hier ist ein riesen Schutthaufen. Man kann erkennen, hier oben ist lauter Sandgestein. Da hinten sieht man, dass noch Ziegel gemauert sind, aber das macht uns jetzt so ein bisschen skeptisch, denn wo so viel Erdreich runterbröckelt, das ist nicht unbedingt sicher. Und ich weiß jetzt nicht, ist es hier nachträglich hineingemacht worden, diese Verbindung, oder ist der Tunnel hier einfach zusammengebrochen?
Wir werden uns jetzt mal langsam vortasten und erstmal erkunden, ob wir hier überhaupt weitergehen können. Am Boden sind auch lauter Ziegelsteine verteilt. Also es deutet alles darauf hin, dass hier ein Teil zusammengebrochen ist. Also entweder es ist früher nicht ausgebaut worden oder die Ziegel sind hier im Laufe der Jahre runtergebrochen. Okay, wir tasten uns jetzt einfach mal langsam vor. Gut ausleuchten können wir ja alles und dann schauen wir, ob wir weitergehen können oder nicht. Naja, aber schau, der Teil hier ist aufgemauert. Also muss ja dort davor auch schon Hohlraum gewesen sein. Sonst würden die ja den Bogen dann an der Seite nicht noch zumauern. Hier am Ende des zweiten Bunkers ist ein Loch in der Wand und es gehen so einzelne Grabungslöcher hier rein. Also entweder hat da jemand versucht weiterzugraben. Das ist schon komisch, weil warum sollte hier ein Loch reingemacht werden ohne Nutzen? Also vielleicht haben sie tatsächlich versucht, hier den Bunker noch zu erweitern, falls der Platz nicht ausreicht. Da liegt ein Schuh. In dem anderen Bunker war der Boden kiesbedeckt und hier ist es Lehm. Der Boden gibt richtig nach und es sind ja überall so Risse drin. Rio Cola. Ich glaube, die Marke gibt es schon lange nicht mehr. Die sagt mir nämlich gar nichts. Ein beklemmendes Gefühl hat man schon, wenn man da reinschaut und sieht, dass so viel Erdreich runterkommt.
Also hier in dem Bunkerteil fühle ich mich wieder sicher, denn man sieht, die Wände sind massiv, die sind stabil. Eine Garantie gibt es natürlich nirgendwo, aber da in dem Bereich möchte ich mich nicht lange aufhalten. Das hier oben könnte ein Belüftungsschacht gewesen sein. Ja, dieses kreisförmige Loch hier, das ist bestimmt nicht ohne Hintergrund gebaut worden. Hier im dritten Bunker ist auch wieder ein Loch am Ende des Bunkers und auch hier liegt jede Menge Schutt am Boden. Und es sind so Grabungslöcher drin, ob man versucht hätte, hier weiterzugraben. Ich glaube, da könnte man sogar hochklettern, aber das ist mir zu riskant. Diese kleinen Löcher gehen endlos tief hinein. So weit kann ich gar nicht reinleuchten. Vielleicht sind es auch irgendwelche Tiere, Ratten oder so. Hier liegen ganz viele Relikte von damals auf dem Boden, also verrostete Dosen, Cremepackungen. Was mich irritiert, man sieht auch viele Schuhe rumliegen, als ob die Menschen hier fluchtartig den Bunker wieder verlassen hätten. Hey, schau mal, Stefan, da flacht sogar Kinderschuhe. Und Kindergummistiefel und irgendwas vom Kinderspielzeug. Löwenbräu, Bierflasche. Das ist auch von einem Kind, von einem Kinderschuh. Also from a children's shoe. Essig, Vinegar, Kaderwachs, Brathering, Fisch. Öl. A lot of oil. In den anderen Bunkern haben wir ja am Boden nicht wirklich was gesehen, aber hier waren jetzt wirklich Relikte von den Menschen, die hier zur Kriegszeit ausharren mussten. Und man kann sich so ein bisschen in die Situation hineinversetzen, wie die Menschen sich fühlen mussten, als sie hier die Zeit der Bombardierung ausgeharrt haben. Draußen ist der Fliegeralarm losgegangen, die Menschen sind fluchtartig hier hineingelaufen und haben anscheinend so Dinge wie Lebensmittel, einfach Gebrauchsgegenstände dabei gehabt. Also mussten sie anscheinend wirklich längere Zeit hier ausharren. Und gerade so Sachen wie die Reste von den Kinderschuhen, das gibt wirklich ein sehr, sehr ungutes, beklemmendes Gefühl. Man mag sich gar nicht ausmalen, was für eine Panik die Menschen hier drin hatten. Die wussten ja auch gar nicht, werden ihre Häuser bombardiert, wird vielleicht der Bunker hier bombardiert, komme ich hier lebend wieder raus. Also es war bestimmt ganz, ganz schrecklich.
Möglicherweise waren hier davor schon Erdkeller, dass hier schon Löcher in das Sandgestein reingegraben worden ist. Sandstein lässt sich leicht bearbeiten, man kann leicht hier Gestein hinaus befördern, aber es ist eben nicht stabil. Ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht erst zu Kriegszeiten der Bunker hier gebaut worden ist, dass erst zu Kriegszeiten die ganze Höhle hier mit den Reichsformatziegeln ausstaffiert wurden. Hier ist der andere Eingang oder Ausgang. Der ist allerdings zugemauert mit Luftlöchern. Trotzdem ist es ein gutes Gefühl zu wissen, man ist jetzt wieder in der Nähe eines Ausgangs, weil man weiß ja nie, was hier drinnen alles passieren könnte. Hier ist so ein Gebilde aus Holz und Stacheldraht. Ich glaube nicht, dass das was ist, das nachträglich gebaut worden ist, um hier den Eingang zu versperren, dass man ungebetene Gäste draußen hält. Ich glaube, dass das tatsächlich aus der Kriegszeit ist, denn ich gehe davon aus, dass hier nur ein schmaler Eingang war und sie einfach den Ein- und Ausgang, wenn alle Leute drin waren, verschlossen haben, dass da keine ungebetenen Gäste hier im Nachhinein reinkommen können. Also wäre ja interessant zu wissen, wie breit das war, wie breit der Eingang damals war, gell? Das muss jetzt sich herausfinden lassen, indem man das jetzt einfach auseinanderzieht. Aber ich glaube, es war gar nicht breiter. Hier vielleicht. 2 Meter vielleicht. Hey, jetzt glaube ich, habe ich was Interessantes gefunden. Das ist eine Hülse, oder? Patronenhülse. Ich kann es nicht richtig lesen, aber ich glaube, hier steht SMI drauf. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute sich hier drin auch verteidigen wollten. Ich weiß nicht, wie nah die feindlichen Angreifer hierher gekommen sind, aber natürlich, wenn man hier erstmal drin ist, in dem Bunker, dann ist man schutzlos ausgeliefert. Also logisch, dass die Bewohner von dem Dorf hier auch Waffen mit reingenommen haben, um ihr Leib und Leben zu verteidigen. Krass. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir hier sowas noch finden. Also ich dachte, jede Bunker ist komplett leer. Waren jetzt die Lebensmittelreste schon, Überraschungsfund. Aber das hier toppt jetzt alles. Das ist nur noch eine Hülse, also das Geschoss ist logischerweise nicht mehr drin, es ist schon abgefeuert. Das heißt, es wurde hier tatsächlich geschossen. Die Frage ist nur, warum und auf wen. Ich habe keine Ahnung, von welches Kaliber das ist, aber es ist auf alle Fälle ein Indiz dafür, dass hier drin von Schusswaffen Gebrauch gemacht worden ist. Also, dass hier geschossen worden ist. Hey, ich glaube, da ist noch eine. Oder? Tatsächlich. Auch offen, also auch benutzt. Mit Spinne drin. Okay. Aber die ist nicht mehr in so einem guten Zustand. Ich glaube nicht, dass ich hier drinnen nur diese 2 Hülsen finden würde. Wo 2 sind, sind bestimmt auch noch mehr. Aber ich habe jetzt nicht den Ansporn, dass ich hier drin den Boden durchwühle. Aber die beiden nehme ich mir auf alle Fälle mit als Erinnerung, als Mitbringsel. Es scheint, als ob da auch so eine Tür drin war wie in der anderen Seite, was hier nachträglich zugemauert worden ist. Ah, Frischluft. Hier liegt Kohle rum. Diese ganz alte Kohle, diese Bruchstücke. Ja, aber ich glaube, das ist nachträglich gebracht worden von Jugendlichen.
hier am Boden, dass das Pilzmyzel, das hier wächst, ungewöhnlich, komplett im Dunkeln, aber scheint auszureichen für Leben. Irgendwas war hier, irgendwas ist hier befestigt gewesen. Man kann ganz deutlich so einen Schatten, so einen Abdruck erkennen. Die Frage ist nur was. Wir gehen jetzt wieder rüber auf die andere Seite, denn da fühle ich mich sicherer. Da ist der Eingang und Ausgang, wo man auch wieder rauskommt. Und ich bin froh, wenn wir die Passage mit dem Sandgestein passiert haben. We are going now back to the other side, because I feel safer there. And I feel better when the open entrance is very close to us. Da kann man so eine Kupferschicht sehen in der Wand. Dieses Braune hier, kupferhaltig. Zwei Fledermäuse. Muss ich schauen, dass ich die mit dem Licht nicht blend. Wisst ihr, was echt komisch ist? Hier in dem ersten Bunker ist auch wieder so ein Loch am Ende. Es ist das kleinste Loch, aber es liegt am meisten Schutt davor. Also für mich kann es da eigentlich nur eine Ursache geben, nämlich dass hier ganz massive Erdbewegung stattfindet und dass dieser Schutt hier von oben rausgedrückt wird. Und das ist die einzige logische Erklärung für mich, weil warum sollte hier so ein riesen Schutthaufen liegen, bei dem kleinen Loch, die anderen Löcher waren viel größer und da war viel weniger Schutt. Der Bunker ist direkt, oder die Bunker muss man eigentlich sagen, in den Berg hineingebaut und hier ist Sandstein im Untergrund. Also das, was man vorhin gesehen hat bei dem Teil, der zum Teil schon zusammengestürzt ist. Das lässt sich leicht bewegen, leicht bearbeiten, aber der Nachteil ist natürlich, dass es nicht stabil ist. Und ich glaube eben, dass hier in dem Berg massive Erdbewegung stattfindet und aufgrund dessen hier der Schutt überall reinkommt. Hier liegen ganz viele alte, vermoderte Holzreste und hier ist ein Riegel. Also ich gehe mal davon aus, dass das hier die Eingangstüre war. Das hier schaut für mich aus wie die Federn aus einer Federkernmatratze. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie hier Matratzen und vielleicht sogar Betten hatten, dass hier zumindest die Kinder schlafen konnten, denn diese Federn habe ich hier jetzt im ganzen Bunker verteilt überall gefunden. Also ja, natürlich hat man es versucht, es ein bisschen gemütlich herzurichten, so gut wie es eben in so einem Bunker möglich ist. Was mir jetzt echt aufgefallen ist, dass hier ganz wenig Müll drin ist. Ich habe ein Graffiti gesehen und ein bisschen Plastikmüll, ein paar neue Bierflaschen. Und alles andere war wirklich alt. Es waren zerbrochene Flaschen, die aber aus der damaligen Zeit stammen mussten, so vom Aussehen her. Die sind bestimmt nachträglich von Jugendlichen zerstört worden. Aber hier hat eigentlich es wurde nichts demoliert, nichts mutwillig zerstört. Es ist nicht alles voll mit Graffitis gesprüht. Es
Ja, so zwei Feuerstellen habe ich entdeckt, aber normalerweise bin ich das von Lost Places ganz anders gewöhnt. Liegt bestimmt daran, dass zum einen das Verweilen hier im Bunker nicht gerade ein angenehmes Gefühl hervorruft und zum anderen, dass es so versteckt und ein bisschen abgeriegelt von der Ortschaft liegt. Also vielleicht kennen den auch gar nicht so viele oder die meisten trauen sich schlichtweg nicht hier rein. Wir sind jetzt wieder am Ausgang angekommen. Es tut gut, wieder frische Luft zu atmen. Und das ist auch einfach ein gutes Gefühl zu wissen, ich kann jetzt hier direkt wieder raus. Also die Bunker an sich, die sind echt noch stabil nach all den Jahren. Aber dieses Zwischenstück, da habe ich mich wirklich nicht sicher gefühlt. Es ist beeindruckend, was für ein massiver Bunker hier damals schnell zu Kriegszeiten gebaut worden ist. Aber es ist auch ein sehr beklemmendes und bedrückendes Gefühl, hier drinnen unterwegs zu sein und zu wissen, was die Menschen für Todesängste ausgestanden haben, als sie hier zwangsweise Zeit im Bunker verbringen mussten. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich gehe jetzt wieder nach draußen an die frische Luft und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's es gut, pfiat euch!